Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Eigentlich sollte heute ein Comedy-Video mit dem Julian hier auf dem Kanal kommen. Nur nach dem, was die letzten Tage in der Welt generell und gerade auch in Paris in Frankreich passiert ist, haben wir uns beide dazu entschieden, dass das vielleicht jetzt gerade im Moment nicht so passend wäre. Deswegen haben wir dieses Video auf nächste Woche Donnerstag verschoben und haben uns, oder ich habe mich jetzt hier für ein Video entschieden, was thematisch auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen besser passt, auch wenn es so natürlich nichts mit Paris zu tun hat. Mir ist einfach die letzte Zeit immer wieder vermerkt an ganz vielen verschiedenen Stellen aufgefallen, wie unfassbar viel Hass und Eifersucht und Neid und Missgunst zwischen den Menschen herrscht. Und das ist einfach ein Thema, wo sich wirklich jeder Einzelne da draußen angesprochen fühlen muss, denn wir alle sind Teil einer großen sozialen Gesellschaft, einer Gemeinschaft oder wollen es gerne sein. Und ich weiß, dass ganz viele Menschen da draußen sich immer genau über diese Themen auch beschweren. Ich will niemandem irgendwas unterstellen oder so, aber ich weiß, dass ganz viele sich, glaube ich, nicht darüber bewusst sind, mit welchen kleinen Dingen man andere Menschen schon verletzen kann. Und ihr wisst, normalerweise sind das Punkte Hate und solche negativen Dinge, wo ich mich eigentlich gar nicht öffentlich zu äußere, halte mich immer bewusst daraus, nur das ist jetzt einfach ein Thema, wo ich meine Reichweite mal nutzen möchte, um eben auch euch meine Meinung dazu zu sagen. Ich finde es nämlich einfach so unfassbar grausam und erschreckend. Wirklich, da fällt in mir alles zusammen, wenn man sieht, wie sehr Negatives einen Menschen beeinflusst. Nicht nur das, sondern wie viel mehr Negatives einen Menschen beeinflusst und wie viel schneller das einen Menschen beeinflusst als Positives. Negatives da ja wirklich schon fast untertrieben teilweise. Ich meine damit einfach hasserfüllte Kommentare, Posts bis hin wirklich zu Morddrohungen. Wenn ihr da draußen irgendwo drunter schreibt und wenn ich sowas sehe, dass irgendwo ein Kommentar drunter steht, wie zum Beispiel, ich wünsche dir Krebs und dass du daran elendig stirbst und verreckst, da hört doch irgendwo der Verstand auf, oder? Die Menschen, die das schreiben und wenn so ein Kommentar dann innerhalb von ein paar Minuten 100 Gefällt mir bekommt, sind das 100 Menschen, die wirklich möchten, dass ich oder dass diese Person Krebs bekommt und stirbt? Oder ist es einfach nur doof dahergesagt? Das kann man nämlich irgendwann gar nicht mehr unterscheiden, ne? Und das macht einen als Menschen oder den Menschen einfach unfassbar traurig und verletzt einen. Und ich finde, das ist auch ein Punkt, das ist einfach echt eine Überstufe schon von Hass und von Negativität. Das ist einfach, da fällt mir überhaupt kein Wort für ein. Das ist einfach, keine Ahnung, da bin ich sprachlos. Ich kann das nicht begreifen, dass Menschen sowas irgendwo drunter schreiben und jemandem öffentlich den Tod wünschen. Es gibt einfach Menschen da draußen, gerade auf YouTube, ich finde, das ist jetzt ein ganz schönes Beispiel, die Videos machen, die einfach nur aus Hetzerei bestehen, wo einfach nur Leute drin fertig gemacht werden, beleidigt werden. Und das finde ich einfach unfassbar traurig, dass diese Menschen damit dann so ein großes Aufsehen auch bekommen. Und das ist irgendwie für mich einfach nur wie so eine verkehrte Welt. Das muss man nicht nur auf Social Media beziehen, sondern auch allgemein im Leben. Wie oft kommt ihr irgendwo in eine Gruppe rein, in eine Klasse, zur Arbeit, wo einfach mehrere Menschen zusammen sind und Leute sitzen da zusammen und lästern über irgendwo drüber, was gerade passiert ist, regen sich über Menschen auf, die irgendwas gemacht haben oder nicht gemacht haben. Aber wie selten kommt man bitte mal in so eine Gruppe und es wird einfach über was Positives von irgendeinem Menschen geredet. Das ist einfach so eine Sensationsgeilheit, nenne ich das jetzt mal. Dieser Grundneid, der in unserer Gesellschaft verankert ist, einfach erschreckend. Und gerade die letzte Zeit, finde ich, ist das zu einem richtigen Trend geworden. Menschen versammeln sich irgendwo unter einem Post oder wo auch immer, einfach nur um Negatives zu lesen, um zu gucken, ha, wie wird hier gehatet, was passiert hier, um selbst Negatives zu schreiben und zu verbreiten. Man könnte fast meinen, dass die Menschen Spaß daran haben, zu sehen, dass jemand fertig gemacht wird und dass einfach nur Negatives darunter getragen wird. Ich finde es unfassbar schlimm zu sehen, wie schnell sich sowas verbreitet. Wirklich, das ist ein Phänomen, das mir Angst macht persönlich. Und eigentlich ist ein Shitstorm ja nichts anderes. Shitstorm ist eine ganz schnelle Verbreitung von etwas Negativem. Und wisst ihr, was das Allertraurigste an dem Wort Shitstorm ist?
mir fällt einfach kein gegensätzliches Wort ein. Ich weiß auf jeden Fall keins, mir ist keins bewusst. Wenn es eins gibt, schreibt es mir bitte, bitte in die Kommentare. Es gibt meines Erachtens einfach kein Wort dafür, dass wenn viele Menschen an einem Strang ziehen, um etwas Positives zu verbreiten. Ich glaube, dass vielen Menschen da draußen, die gerne rumhaten, nicht bewusst ist, was sie damit eigentlich auslösen. Natürlich, es gibt immer die eine Seite der Person selber, die fertig gemacht wird, die angegriffen wird. Die wird dann natürlich total durch verletzt. Aber ich finde, der zweite Punkt ist auch nicht außen vor zu lassen, und zwar zieht man damit einfach ganz, ganz, ganz viele andere Menschen mit rein. Dadurch, dass man selber Negatives verbreitet, beeinflusst man damit Menschen negativ, die vielleicht eigentlich vorher eine ganz andere Meinung hatten. Aber leider ist es in der Gesellschaft viel, viel einfacher, sich einer Gruppe anzuschließen, einer Gruppenmeinung, als den Mund aufzumachen, den Mut zu haben, eine andere Meinung zu haben und mit der eigenen Meinung vielleicht sogar noch gegen andere Leute ankämpfen muss. Einfach die Tatsache, wie dolle die Menschen plötzlich zusammenhalten, wenn es um sowas geht. Es ist doch unfassbar krass, wie sehr sich die Menschen, die eben einen Shitstorm auslösen, die irgendjemanden unter einem Post fertig machen, plötzlich sind hunderte Leute auf deiner Seite und alle unterstützen sich gegenseitig und halten einfach wirklich zusammen. Und ganz ehrlich, wie unfassbar krass und schön wäre es, wenn es das einfach auch andersrum mal irgendwo geben würde. Wenn einfach all diese ganze Energie, die ins Negative gesteckt wird, einfach mal für etwas Positives genutzt werden würde. Was könnte man da Krasses bitte erschaffen? Meines Erachtens ist es generell einfach total hirnrissig, dass Menschen sich mit Dingen beschäftigen, die sie scheiße finden. Ich kann das nicht begreifen, denn wenn man sich etwas anguckt, was einen aufregt, was man kacke findet, dann regt man sich innerlich auf und man geht nicht mit einem guten Gefühl daraus, und das ist ja auch ein Gefühl, was man dann selber hat, was einen negativ beeinflusst. Und kein Mensch findet das doch gut, wenn man sich aufregt und dann nachher mit dem Herzklopfen vorm Bildschirm sitzt. Oder ich begreife nicht, warum man sich nicht einfach mit den Dingen beschäftigt, die einen glücklich machen und erfreuen, wo man mit einem Lächeln vorsitzen kann, wo man vielleicht was Positives auch drunter schreiben kann, damit andere Menschen positiv inspirieren kann. Das ist doch viel, viel schöner, nicht nur für einen selber, sondern generell für alle Menschen, wenn man eben dann mit einem positiven Kommentar jemanden glücklich machen kann, anstatt dass man sich etwas anschaut, was einen aufregt und nicht nur die persönliche eigene negative Meinung und Einstellung dann hat, sondern darüber hinaus eben auch noch das Negative dann öffentlich schreibt und damit neue Menschen in das Negative mit reinzieht und beeinflusst. Ich hoffe einfach, dass ich mit dem, was ich bis jetzt gesagt habe, einigen Menschen da draußen vielleicht helfen konnte, mal über sich selbst und über das, was man manchmal macht, teilweise vielleicht auch gar nicht bewusst und unüberlegt, einfach das nächste Mal noch ein zweites und drittes Mal drüber zu überlegen. Und euch muss einfach bewusst sein, dass ihr sehr schnell mit ganz kleinen Worten Menschen sehr doll verletzen könnt. Es gibt Menschen da draußen, die werden depressiv, müssen in psychologische Behandlung. Es gibt Menschen, die bringen sich um wegen so einem Online-Shitstorm, Cybermobbing und was es da nicht sonst noch alles gibt. Passt einfach ein bisschen darauf auf, was ihr wo verbreitet und welche Worte ihr wählt. Ihr wollt das doch auch nicht. Ihr müsst euch auch in den Menschen dann mal hineinversetzen oder in die Situation. Tauscht einfach mal die Rollen und stellt euch vor, ihr seid derjenige, der gerade von irgendjemand Anonymen so aufs Übelste beschimpft und beleidigt werdet. Ich fand es persönlich sehr, sehr schön, wenn jeder da draußen einfach für seinen Teil versucht, sich ein bisschen zu bessern und vielleicht versucht, ein bisschen positiver zu denken. Und das war es eigentlich bis dahin mit meiner Meinung zu diesem Thema. Und abschließend habe ich jetzt noch 4 ganz, ganz süße Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren interviewt. Ich habe ihnen ein paar gezielte Fragen gestellt und die Kinder haben meines Erachtens ganz, ganz, ganz toll und positiv darauf geantwortet. Ich hoffe, dass ihr euch das auch noch anschauen werdet und ich hoffe, dass das einige da draußen wirklich inspirieren kann und zum Nachdenken anregen kann. Und damit beende ich jetzt auch das Video. Ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß bei dem kleinen Interview mit den Kids und bis dann. Ja, also es gibt doch bestimmt Menschen, die ihr vielleicht nicht ganz so gerne, ohne Namen zu nennen, ja, als vielleicht andere Menschen. Oder ist das bei euch so? Bei mir ist das so.
Mir auch. Ja? Wünscht ihr denn den Menschen, die ihr vielleicht nicht so doll mögt, was Schlechtes? Nö. Nein? Nicht wirklich. Nein, weil ich das so nicht gut finde, wenn man anderen was Schlimmes wünscht, weil das meistens doppelt und dreifach auch zurückkommt. Wenn ihm was passiert, dann habe ich halt auch... Ja, ist dann, ja auch nicht gut. Nee, dann ist das auch sehr schade und traurig. Wie möchtet ihr zwei denn von anderen Menschen behandelt werden? Gut. Wenn also, die nett zu uns sind, also höflich und hilfsbereit und dass alles fair bleibt, dass ich genauso behandelt werde wie die anderen. Warst du schon mal besser in etwas als jemand anderer? Ich glaube, ich bin besser in Deutsch als meine Freunde. Und wie reagieren dann die anderen, wenn die sehen, dass du zum Beispiel gerade in Deutsch besser bist? Die sagen dann immer, du gibst doch nur an, das stimmt in Wirklichkeit doch überhaupt nicht und so. Und macht dich das traurig? Oder wie so? Ja. Warum? Weil ich das nicht gut finde, weil ich ja auch die anderen lobe dafür, dass die dass die Sachen besser können als ich. Wie würdet ihr denn reagieren, wenn ihr seht, dass jemand anders besser ist als ihr? Also ich würde ihm oder ihr gratulieren und wünschen, dass es weiterhin so gut klappt. Es gibt zwei Klassen. Eine Klasse, da verstehen sich alle ganz, ganz gut untereinander und jeder mag sich. Und dann gibt es eine andere Klasse und die können sich alle gar nicht leiden. Und beide Klassen bekommen genau die gleiche Aufgabe. Was glaubt ihr denn, welche Klasse die Aufgabe besser lösen kann? Die sich besser versteht, weil sie vielleicht zusammenarbeiten und dann klappt das schneller, die brüllen sich nicht in der Hand. Wenn ihr beide einen Wunsch frei hättet, wie alle Menschen miteinander umgehen sollen, was würdet ihr euch wünschen? Alle genau gleich mit sich umgehen, dass die einfach zusammenarbeiten und besser auch Sachen meistern können, dass die zusammenhalten und fair miteinander umgehen. Friedlich.